Wer würde eher Brawl Stars löschen? Wer würde eher 500 Euro für Megaboxen ausgeben? Du hast einen legendären Brawler gespielt, WTF! Was? Gebe gerne Creator Code Lukas im Shop ein. Im Juli werde ich jeden Tag 25 Euro iTunes oder Google Play an einen Gewinner verlosen. Einfach einen Kauf mit Gems eben aufnehmen und in die Instagram Story packen, um teilzunehmen. Dort wird auch immer der Gewinner bekannt gegeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es ein Wer würde eher mit Jonas und mit Kevin. Was geht? Hallo. Hallo. Alles klar, auf jeden Fall haben alle richtig Bock, Freunde. Wir haben jeweils drei Zettel. Einmal mit Kevin, ne? Einmal mit Jonas und einmal mit Lukas, jeder von uns. Und ja, wir haben uns jeweils ein paar Fragen ausgedacht, die wir dann quasi den anderen stellen können. Und die Frage ist dann immer, wer würde eher eine bestimmte Sache machen? Dann halten wir sozusagen den Namen hoch und derjenige muss das dann machen. Oder wenn es zu krass ist, ist es halt nur eine theoretische Frage. Ihr werdet es eh sehen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute, wenn ihr das Format feiert. Ich würde sagen, 15.000 Likes auf dieses Video. Wäre auf jeden Fall mega nice. Checkt die anderen gerne ab. Die sind beide in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, Kevin, du kannst heute mal mit der ersten Frage starten. Let's go. Also, wer würde eher 2000 Juwelen aufladen? Okay, so. Das ist eine ganz einfache Kiste. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Ha, Lukas! Ey, Mann! Jetzt immer mal ich aufnehmen, oder was? Oh Mann. Nee, weil du immer am meisten Geld ausgibst, deswegen. Ja, okay, das stimmt schon. Ich versucht hier noch rauszuretten, Freunde, aber ja, okay, man weiß natürlich, dass eigentlich ich das eher bin, das stimmt schon. Deswegen würde ich sagen, let's go, Gems werden aufgeladen. Kauf war erfolgreich, einfach mal plus 2000, jetzt habe ich 4000 Gems auf diesem Account, obwohl ich die ja nicht wirklich einsetzen kann. Perfekt, ich würde sagen, wir machen direkt mit der nächsten Frage weiter. Die stelle ich einfach mal. Das ist natürlich eine theoretische Frage. Wer würde es noch am ehesten machen? Und zwar, wer würde eher Brawl Stars löschen? 3, 2, 1, go. Oh, zweimal Jonas. Ich kann, ich kann das auch begründen. Ja, und zwar, ich auch. Jonas hat natürlich Clash Royale noch am Start, ne? Oh, stimmt. Ja, stimmt. Das ist so das Argument. Hauptargument, ne? Aber ich habe gut reingesuchtet, habe jetzt auch den ersten Tausender Brawler. Also ja, deswegen dachte ich, Kevin pusht am wenigsten natürlich. Ja, okay, das stimmt auch. Ja. Ja, aber Kevin hat nur Brawl Stars. Ich bin gerade drin. Ich spiele auch mehr Brawl Stars als CR aktuell oder eigentlich gar kein CR mehr. Ja, stimmt. Okay, nächste Frage. Wer würde eher 50.000 Gems für 10 verbleibende Gegenstände ausgeben? Boah. Ja, dann fragen wir halt, wenn man nicht die Garantie hätte. Okay. Dann 3, 2, 1, go. Ja, safe. Also, der ist schon so verrückt, dass du 100.000 Gems ausgeben. Ja, Freunde, ihr wisst es, ne? Das 100.000 Gems aufnehmen natürlich. Ihr wisst, 10 Verbleibende kommen bald, ne? Falls ihr noch nicht die 9 Verbleibende bei mir gesehen habt, gönnt sie euch. Jonas hat ja auch schon 9 Verbleibende gezogen, tatsächlich. Sehr, sehr krass. Als Erster, will ich anmerken. Ja, als Erster, da hast du recht. Okay, dann Kevin, du kannst auf jeden Fall das nächste einfach mal, die nächste Frage vorlesen. Wer würde eher seinen Namen ändern? Okay. 3, 2, 1, go. Lukas! Oh mein Gott. Ja, Jonas weiß, ich kann den, glaube ich, gar nicht ändern. Und Aber ich habe auch einen sehr schlechten Namen aktuell, den würde ich schon gerne ändern. Ich kann meinen Namen aber auch nicht ändern, ich muss den noch ein bisschen behalten. Ach lol, okay, ja gut, dann muss ich das ja scheinbar machen. Okay, das ist natürlich richtig mies. Eieiei, Freunde, Mann, ich habe mich so gefreut, dass es so lange Lukas hieß tatsächlich, aber... Ja, es wird jetzt mal wieder Zeit, dass du mal wieder anders heißt. Ja, okay. Ich habe eine gute Idee. Oder mach beide einen Vorschlag und dann... Ja, ich wollte. Lukas, möchtest du dermerch.de heißen? Hey, das ist ja voll gut. Ja, okay, ja, das ist eine Ehre. Name ist der Nita Noob. Oh. Nita Noob gemacht, aber ich dachte, das wäre so. Oh, das habe ich nicht gehört. Alter! Das habe ich nicht gehört. Nee, das heißt
hat. Deswegen. Ja, nee, okay, dann ist meine Entscheidung natürlich klar, Freunde, ne? Oh, null. Ganz klares Ding hier. Ja, ja, ganz, ganz das klares ist Ding. Name, das ist ja doch Werbung, das ist ein guter Name. Ja, das ist, ein Ehrenname, Freunde, wirklich. Dermerch.de, sehr nice. Ja, ich hätte gedacht, dass ich hier einen Namen bekomme, den ich nicht so mag, aber den mag ich, Kevin, wirklich. Ja, ich weiß. Nice, Ehre, Junge. Okay, dann würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall weiter. Nächste Frage, die stelle ich wieder. Und zwar, wer würde eher eine Runde nur teamen, ne, um natürlich zu tryharden. Also wer würde das am ehesten machen? 3, 2, 1 und go! Ja! Let's go! Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe tatsächlich gestern ein Video aufgenommen, für das ich teamen musste. Ah, deswegen, okay. Ja, der Jonas, der ist am Sweaten, ne? Deswegen wird er jetzt mal eine Runde nur teamen, würde ich sagen. Ja, und ich glaube auch mit Genie wäre eine ganz gute Idee, oder? Oh mein Gott. Ja, wir haben komm, Jonas. Was kriege ich dafür gezahlt, wenn ich jetzt hier die Runde nochmal troffe? Ja, das muss ich mir noch überlegen, aber auf jeden Fall... Ein Handschlag. Ja. Einen feuchten Handschlag. Ein Shoutout kriegst du nochmal. Okay. Leute, ihr habt gesehen, ne? Er hat einen fast 1000er Genie. Da lohnt es sich dann natürlich auch zu teamen. Oha! Ja, Mann! Die Runde geht los. Bin gespannt. Gönn dir, Jonas. Teaming, Freunde, ihr wisst es, ne? Das ist immer so eine Sache. Also entweder... Hallo, mit den Mullis. Nice. Ja, die haben Bock. Der will ich den Club auf jeden Fall lassen, dass du Vertrauen. Ihr, ja genau, Vertrauen aufbauen, guten Willen zeigen. Vielleicht nochmal den Emote senden oder so, ne? Den freundlichen. Ja, den freundlichen. Er schickt den Genie-Emote. Naja, ich hätte eher den Lach-Smiley da geschickt, aber okay. Das ist natürlich verkaufen, der Genie-Emote, finde ich. Aber du musst aufpassen, die denkt vielleicht, dass du lost bist, wenn du dich zu arg drehst. Ja, das ist recht. Die wenn, darf ich nicht belost. Genau, und wenn die dich für lost hält, dann killt sie dich. Das ist so hart. Ich will nicht wieder werden. Oh Mann, ich habe mich ins Team jetzt hier aufgenommen. Ja, du musst aber natürlich... Ich habe kein gutes Gefühl bei den Multis tatsächlich. Also du musst natürlich wissen, sobald der ihn gerade attackiert, ne? Sobald der stirbt, bist du dran. Echt? Ich glaube schon. Oh. Sicher? Okay, da traust du mich gerade. Ich weiß nicht. Das kann eh sein, ja, weil dann bist du der Ausgeschlossene, ne? Ach, ja, ich will aber du bist halt keine Pam. Ja. Ich will eine Pam sein. Das ist der Leon. Oh Leute, der Leon hat eine Pam da oben weggeholt. Ja, ich bin mal nicht letzter, let's go. Richtig, ne? Das ist stabil. Oh, da ist noch ein anderer am Busch. Oh ja, gönn dir die Clubs. Vielleicht baust du jetzt dadurch Vertrauen auf. Mein Essen ist gerade geliefert, das kann ich nicht kommen. Was mache ich denn jetzt? Oh nein, Jonas! Da muss er kurz warten, der Lieferant. Der kann es nicht warten gerade. Oh nein, Junge. Nein, Jonas! Jonas, chill noch ein bisschen. Der muss doch so ein bisschen warten gleich. Jonas, gibt dir dann ein gutes Trinkgeld, wenn der wartet. Ja. Oh, Junge. Ihr seid so Assis, ey. Jetzt kann ich nicht... Du willst ja nicht hilten, oder Jonas? Guck mal, das sieht richtig gut aus. Ich weiß, ich will auch einen Pit. Hey, diese Runde sieht gut aus, Jonas. Machst du sogar plus Retalk. Runde sind falsch. Nein! Oh Mann! Nein! Oh mein Gott! Okay, Jonas gönnt jetzt erstmal seine Pizza. Ich glaube, Jonas, wenn er jetzt nicht so auf Druck gewesen wäre, hätte er sogar Plus gemacht noch. Ja, ich glaube auch. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, nächste Frage, die liest einfach mal vor. Ich glaube, Kevin ist dran. Wer würde eher seinen höchsten Brawler droppen? Nein. Okay, Freunde, 3, 2, 1. Oh mein Gott, geil. Jonas. Und auf in die nächste Runde. Gönn dir. Einmal ein Tausender, alle kommen und geilern. Ja, normal, das war bei mir aber auch so damals. Ja, das ist Standard. Muss ich jetzt choppen, oder? Muss ich jetzt wirklich choppen, oder? Nein, ja, natürlich. Ich würde sagen, er kann schon versuchen zu gewinnen. Ja, ich war genau. Cool, dann aber Duo lieber. Ja, stimmt, probier mal, ja. Okay, let's go, ich bin in der Runde. Ich hab einen. Oh nein, der läuft schon jetzt. Okay, der hat die selbe Ecke, sehr gut. Ich hab einen Crow, das geht eigentlich klar, mal schauen. Ja, Crow ist eigentlich solide. Ich glaube, der ist auch froh, dass er einen Genie hat. Ja, ich bin nicht froh, dass ich einen Random Mate habe. Mal schauen, vielleicht. Ich meine, ich bin eigentlich auch nicht besser als ein Random Mate. Ich meine, ich würde halt von Crow gehen, glaube ich. Ja, muss ich auch sagen. Ja, ich glaube, ihr habt aber eine gute Chance eigentlich. Oh, der ist lost. Digga, das ist ja komplett. Wir haben eine gute Chance, erstmal down. Let's go. Oh nein. Ich finde deinen Namen übrigens sehr schön, Jonas. Wollte ich mal kurz anmerken. Ja, ich finde den auch nice. Ich werde den sofort ändern zu Jonas vom Shop, sobald ich kann.
Hä? Achso. Oh! Echt Hardout Blade gerade, ganz ehrlich. Junge, Digga, der Crow ist ja so lost. Ja. Ich hab grad übel den krassen Pull gelandet, ey, gegen den. Und dann, lol, und danach wütend, ey. Ja, wahrscheinlich bist du jetzt wütend, ne? Ich bin gleich, guck mal, ich versuch mal ein bisschen positive Stimmung reinzubringen hier. Ey, Junge, ich hab die Runde so gecarried bisher schon, ne? Das muss ich mal sagen hier. Ja. Wir haben so geil, die Ausgangslage jetzt. Ey, aber ihr habt immer noch eine sehr gute Chance, muss ich sagen. Junge, hast du gesehen, wie der Neck wurde? Alter, Junge, ey, Junge, ich carry hier krass. Junge, er macht einfach gar nichts in die komplette Runde schon. Ja, du carries ihn wirklich. Oh ja, wenn die Max auch noch down geht. Ja. Respawn Respawned war dann noch egal. Schade. Er hat trotzdem eine gute Ausgangslage. Also, wenn er nicht so lost wäre, hätten wir jetzt eigentlich echt, können wir wirklich gut abräumen, die Runde. Ja, safe. Boah, komm rein, ja, das ist ganz gut. Oh, ja. Oh, LOL! LOL! Oh. Nein, der Leon ist da noch. Aber oh mein Gott! Oh, LOL. Der Win einfach mal! Ja, wer sagt, dass ich hier los bin? Platz 1 auf 980. Ja. Nice, Carry. Junge. Mit einem Random Mate. Ist krass. Okay. Und der Random Mate war lost. Der hat auch kein Wort mehr mit diesem Spiel. Schau mal ganz kurz. Ja, stimmt, das ist direkt auf X. Schau mal kurz sein Profil. Der war auf 887. 21.000 Trophies, okay. Dann würde ich sagen, nächste Frage kommt von Jonas. Wer würde eher für einen Monat kein Brawl Stars spielen? Oha. 3, 2, 1, go. Junge! Wieder Jonas! Ja, komm, es war dieselbe Frage. Ja, ihr stellt mich hier alle als Brawl Stars Hater da. Was ist das denn hier? Warum ich eigentlich Jonas? Hau mal raus! Weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Wenn du zu viel gespielt hast, du brauchst mal eine Pause. Ja, okay, hast du schon recht. Aber nee, einen Monat nicht, auf jeden Fall. Ja, wegen CR habe ich halt jetzt mich einfach so entschieden, aber klar. Ja, ich auch. Ja. Hauen wir mal hier die finale Frage raus. Wer würde er jetzt sofort 500 Euro für Megaboxen ausgeben? In diesem Video. 3, 2, 1. Oh, Junge! Das ist die Folge. Ihr habt mich gerade eben schon so in meinem Video gestellt. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich bin jetzt mal gut aus. Ich habe 330 Euro gerade eben schon in meinem Video ausgeben müssen. Ja. Ich wollte nicht so viel ausgeben. Ja, aber das ist natürlich no Spoiler, Leute. Das kommt bei Jonas wahrscheinlich auch noch. Aber auf jeden Fall richtig nice, Leute. Ja, Jonas hat auch Luck, ne? Der hat ja auch 9 Verbleibende gezogen. Ich zwar auch, aber Jonas würde sagen, erstell dir mal einen neuen Account. Dann gibt's erstmal den gesamten Brawl Pass und noch weitere Gems für Megaboxen. Okay, Freunde, Jonas ist jetzt auf seinem Account. Und Jonas, du weißt, 500 Euro einfach mal. Nice! Das heißt, ja, ich würde sagen, quasi viermal das 2000 Gems Angebot und einmal das 950 Gems Angebot, glaube ich dann. Nice. Jonas! Ja, Mann! 5000 Gems, morgen wieder 5000 Gems aufladen. Ja, Mann! Mein Gott, Freunde, ihr seht 8950 Gems. Ja, krass. Mann! Creator Code für Jonas, erstmal eintragen. Ja. Oha! Okay, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal mit dem Brawl Pass an, ne? Hätte ich gesagt, genau. Jonas, gönn dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Glück. Freunde, wir sehen uns dann, wenn Jonas hochgejammt hat und so weiter. Okay, Freunde, Jonas hat jetzt auf jeden Fall den ganzen Brawl Pass durchgejammt, genau. Und ich würde sagen, ja, beginn einfach mal mit Big Box und Brawl Boxen. Und den Super Ranger Brock kannst du dir schon mal gönnen, Jonas. Ja, Mann, habe ich Bock drauf. Nice. Oha, da kommt er. Let's go. Nice. Der ist auf jeden Fall nice, der Skin. Okay, und jetzt halt keine Megabox öffnen erstmal, sondern nur Big und Brawlboxen. Genau. Junge, ja. Meine Pizza wird unten kalt. Mann. Ja, das ist RIP, Jonas. Oh! Oh, ja, die Supercell, die schon mal jetzt erstes. Kann man machen. Oh! Oh, die Boxerin! Oh. Okay. Jetzt bin nur noch der super seltene quasi. Der erste Brawler ist einfach mal Rico! LOL! Oh, nice! Okay. So, ab jetzt werden nur noch Megaboxen geöffnet, Jonas. Was du aber jetzt erstmal machen musst, ist nochmal Search abzuholen. Gönn dir mal. Let's go. Oh, let's go. Nice. Alter, einfach mal Search. Wow. Kann man mal machen. Sehr nice. Okay, Freunde. Also, wir haben jetzt einen Account vorbereitet. Es hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt startet das Megabox-Opening. Jonas, gönn dir. Ich bin gespannt, was du ziehst. Kevin, bist du gehypt? Ja, ich bin hyped. Okay. Erste Megabox. Let's go. Und los. 5 Verbleibende schon mal. Kann man mal machen. Ja, also die Chance für 9 oder 10 ist natürlich Alter, auch Alter, Junge, gegeben. 4 verbleiben, ne? Krass. Schau mal kurz, ob ich irgendwas sagen kann. Ja, dann. Warte ich mal nochmal was Nur Fenster Megabox. Zu, falls wir 10 ziehen. Kali-Klo-Schüsse bei 5 verbleiben. Okay.
Ah, ich kann, glaube ich, Brock jetzt upgraden. Nur Megaboxen öffnen. Nur Megaboxen, ja. Oh, okay. Ups. Jonas. Nein, Jonas. Los. Oh, der hat zum Glück hast du nichts gezogen. Oh. Ja, okay. Direkt mal 7. Ja. Ich kann das Oh sagen und dann auch einfach Oh sagen mit einer höheren Lautstärke. Ja, gönn dir mal. Okay. Hoffentlich jetzt keine Gadgets. Die müssen wir uns saven. Nein. Aha. Kevin. Ah, Kevin. Hi. Moin. Okay, weiter geht's. Was? Junge, 2x7. 2x7 direkt hintereinander. Okay. Ah, jetzt muss hier was. Ich Jonas, du Maschine, Alter. Kein Gadget. Oh, lol, 2 Brawler. 2 Brawler, okay. Schade, dass da keine Gadgets dabei waren. Oh, Nani. Nice. Nani. Kann man mal machen, weiter geht's hier. So, die 40er Megabox. Ah, auch wieder was. Oh ja, ja, und ja. Der Boxer nochmal. Okay, weiter geht's. Moin, Boxer. 5 verbleibende, okay. Digga, ich krieg so Hunger, ich will seine Pizza essen. 6 verbleibende. Und Penny, okay. Kann man mal machen. Ja, du ziehst die ganzen super selten leider weg. Ja. 5 verbleibende. Nice. Aber trotzdem schon mal 2x7 bis 4 und wir haben ja noch einige Boxen am Start, sag ich mal, Jonas. Also das ist auf jeden Fall nice. Ey, wusstet ihr, Lagerregal heißt rückwärts ja, Lagerregal. Ja, das ist der längste. Das weiß jeder, Kevin. Ja. Anna heißt rückwärts Anna. Oh, Junge, Kevin, bitte auf. Wusstest du, was Reliefpfeiler rückwärts Reliefpfeiler heißt? Das ist krass, Kevin. Sowas will ich hören. Hä, nein, das heißt rückwärts nicht so, oder? Doch, Reliefpfeiler heißt rückwärts Reliefpfeiler. Das ist krass. Hä? Wusstest du, dass eine 6 umgedreht eine 9 ist? Ja, das mache ich auch immer in meinen Openings. Dreht einfach immer um. Ja, dann würde ich sagen, Jonas, Brawl Pass ist jetzt durch. Du kannst jetzt ab jetzt normal Megaboxen gönnen. Oh, bin mal gespannt. Was? Junge! Alter, wie oft? Mann! Naja, das ist das vierte Mal jetzt. Aber es ist eigentlich unlucky, dass er halt keine 9 gönnt oder 8. Ja, ja, ich hatte auch schon 6x7 in der letzten Opening, ne? Und ich hatte krass. Keine. Ja. Oh, was? 0! Oh. Locker 8 sein müssen, aber locker. Schon wieder 2 Brawler, ey. WTF. Was? 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 Jawoll! Hey, Junge! Oh. Einfach Shindy in 7 verbleibenden, Junge! Oh mein ich Gott! Ich komm so rein in den Openings bei dir immer. Alter! Jonas wirklich GG. Also in der Folge habe ich alles dominiert, Leute. Schon in 1000er Showdown und jetzt hier auf jeden Fall im Opening heute läuft alles. Krass, wirklich Respekt, Jonas. Krass, okay, nice. Also. Ja, schon mal Glückwunsch an der Stelle. Das ist sehr krass. Guck mal. Champions. Ja, Junge, 6700 noch. Alter, WTF. Wer hat mich so verlaufen lassen? Einfach durch. Ja, zieh durch einfach. 100 Stück nochmal einmal. Oh je. Ja. Ich glaube, es wird ein oder sowas aus Versehen. Das heißt, ich kann aber wegen Upgrades gleich schauen, höchstens. Mhm. Alter, 3x7 ohne Legendären, da kannst du dich aber nicht beschweren. Ja, überleg, ich hätte nur 1000 Geld ausgegeben, das wäre dasselbe gewesen, ne? Ja, bei 2000. Das ist krass. Ja. Oh, 6 verbleiben wir. Ja, Mann. Ah, okay, ein Gadget. Gönn dir. Alter, ein Gadget. Einfach mal der Dünger, der Wachstumsbeschleuniger. Oh, ich hab was. Und? Oh. Ah, Mann. Ein Gadget mal wieder, man kennt es. Komm, nochmal 7. Ja, 6, oh. Komm. Oh. Ja, Mann, Gadget. Alter. Ah, der Banya, der ich ist laut gewesen. Oh, Mann, Junge. Oh, was? Junge, ja, moin, das vierte Digga. Mal. Hä, das ist echt krass. Das ist sehr krass, ja. Gadget. Oh, und? Alter, krass. Gadget. Oh, ne. Oh, die Kneipenschlägerin. Ich hätte schon gedacht Star Power oder schon. So noch. Okay. Aber es geht, ich habe bisher 2 epische, einen legendären. Ja, kann man machen. Ich hab was. Oh, oh, lol. Alter. Genie. Der Genius, Leute, kann man sich gönnen. Nice. Oh, und? Wieder was. Nein, oh, Pieper! Let's go! Mach mal nochmal Upgrades, oder? Oh, ich hab was gekriegt. Oh! Aha! Ah, Star Power! Aha! Mal schauen, wie es hier weitergeht. Oh! Aha! Ah, okay, ein Gadget. Nice! Ja, aber 4x7 und legendärer, Junge, was geht da ab, bitte? Das ist echt sehr krass. Junge, dieser Account, Alter, als ob der schon fast gemaxed ist. LOL!
Ah, Junge. Aber freut sich aus Karten. 7. Oh! Mal 5. Das fünfte Mal. 5 mal 7, Alter. Junge, wer ist das offen? Das ist ja absolut eskaliert. Alter. Gadget und Star Power. Nein. Oh, Frank. Der Ingo oder Frank. Okay. Ja. Sechster Bleibende. Ja, denk an Sonnencreme. Oh, vielleicht. Die Biene. Okay. Ja, ich hab was. Aha. Aha. Gadget. Ja, ich wieder was. Aha. Ja, Mann. Star Power, okay. Ja. Aha. Und. LOL! Einfach nochmal Game. WTF. Junge, den Rentner auch noch WTF. Reaktion plötzlich wieder. Richtig, ich meine, das ist eigentlich nur mythisch, aber nicht vergessen. Ja, aber der hat einen bunten Hintergrund. Ja, stimmt, der bunte Hintergrund ist sehr nice. Da noch, ja, noch eine Megabox noch. Du kannst den Brawl Pass noch einsammeln. Oh, lol. Oh, ja. Den Brawl Pass noch, Hau den Bums durch jetzt. Junge. Junge Mann. Komm bitte. Ey, nachher ziehst du 4 verbleibende, Jonas. Nicht so schnell. Ich will befreit werden. Junge Mann. Digga, ich sehe gar nichts mehr. Das ist so langsam. Ja. So schnell. Lol, da war noch was. Das war aber. Ich will jetzt meine Pizza essen. Ja. Ja, lol. Oh. Ja, lol. Gut umgedings, die Reaktion. Ja, lol. Oh, lol. Was okay, ist das denn? Richtig nicer Skin, Freunde. Auf jeden Fall, ja, das war's dann für heute mit dem Video. Lasst unbedingt ein Like da. Checkt die beiden ab. Leute, einfach nur heftiger Account. Kannst du nochmal kurz nach unten scrollen und nochmal zeigen? Doch, mach mal. Einfach mal. Hä, Crow? Crow? Hä? Was? Was? Woher hast du diesen zweiten legendären, Digga? Hä? Wann hast du den denn gezogen? Oh mein Gott, du hast den geskippt, Jonas. Ich kann sehen, dass man so krass skippt. Du hast. Du hast einen legendären Brawler geskippt, WTF. Es kann nicht so schnell tippt, dass man den skippt. Die Animation musst du das kommen. Oh die kann mein Gott, du hast ihn einfach geskippt. Du hast den Real Talk geskippt. Ja, stimmt, man kann ihn nicht skippen eigentlich. Das weißt du, kommt aber erst die Animation. Hä? Ich muss ich so schnell drauf gedrückt, dass er dann irgendwie da drin war und ich die Animation bis oh mein Gott, bin. 2 legendäre jetzt doch. Hä? Oh mein Gott, du hast ihn geskippt, Jonas. Nein! Was soll ich jetzt? Das muss ein Bug. Ich kann ihn doch gar nicht skippen. Ja, keine Ahnung. Leute, ihr müsst es in den Kommentaren erklären, wie das passieren konnte. Hä, den musst du aus dem Brawl Pass gezogen haben. Ja, ich glaube auch. Du hast den aus dem Brawl Pass gezogen. Aber schau, kann er nicht einfach skippen. Alter, du hast einfach Crow aus einer Brawl Box oder so gezogen, ne? Ja, ganz am Ende. Ganz am Ende dann wahrscheinlich. Ja, LOL! Ja, wahrscheinlich ganz am Ende. Guck mal, nur 38 Powerpunkte. Alter, Leute, lasst wirklich ein Like, das ist komplett eskaliert, dieses Video. Oh mein Gott. Ich würde sagen, das ist dann für heute und ciao. Ciao.